Hey Leute, ich zeige euch heute mal was Neues. Und zwar, wie ich aus den paar Zutaten oder Baumaterialien eine versteckte Tür bauen kann. Ja, bis gleich. Okay, ich habe ja schon bereits erwähnt, ja, versteckte Tür, pipapo. Und zwar ist das Ganze so, dass wenn ich jetzt diesen Hebel hier betätige, dass sie die Tür aufgeht. Und die soll ja komplett verschwinden da drin, ne? Ich meine, ich habe zum Beispiel mal in der auf einem Survival-Server mein Lager und so hinter so einer Tür gebaut, dass halt keiner dahinter kann. Oder dass zumindest nur die können es wissen. Genau, Handy, beruhigt dich erstmal. Entschuldigung, falls ihr gerade mein Handy gehört habt. Okay, ja, das ist auch gar nicht kompliziert. Wir brauchen eigentlich einen Redstone-Verstärker, einen klebrigen Kolben, etwas Redstone und einen Hebel. Noch zum Mitarbeiten nehme ich hier noch den normalen Cleanstone mit. So, und jetzt zeige ich euch das mal. Ich bin ja hier im Creative Modus, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt. Okay, machen wir hier hin, machen wir die Tür. Ja, machen wir. Okay, das mache ich nur ein bisschen gerade, um abzustecken, bis wohin ich gehe und so weiter. Zack, 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 zack. Okay, so viel Platz benötigt ihr. So, dann schnappen wir uns mal den klebrigen Kolben. Die setzt ihr so aufeinander. Aber ich habe schon falsch gemacht. Eins weiter hinter. So, dass die an der äußeren Kante sind. Das Ding ist 6 breit und 3 hoch. Rein müsst ihr mindestens, also ich würde 3 aus Übersichtsgründen machen. Oder gar mehr. Okay. Also ihr stapelt die Teile so aufeinander. Das können wir wegmachen. So, und dann kommt der Trick. Wir knallen noch ein paar klebrige Kolben hier so hin. So, versteht ihr, wie ich es meine? Schon, gell? So, nun machen wir den hier. Die Redstone-Verstärker kommen hier und hier hin, jeweils in die Richtung, und um einen Klick verschoben. Das ist wichtig, sonst kann es Probleme geben, dass die Materialien aufeinander knallen. Ihr könnt es ja mal ausprobieren. Die beste Idee ist es nicht unbedingt. So, ich klopfe jetzt das auch nochmal weg, weil ich ein bisschen Platz gern hätte. So, ich mache es jetzt einfach mal so, dass ich hier in Ruhe vor kann. Dann kann ich hier den Hebel hinmachen. Genau. Okay. Jetzt schließen wir das ganze Spektakel. Und ihr deckt nur noch ab. Ich meine, ihr könnt, hoppala, den Hebel könnt ihr hin tun, wo ihr wollt. Das ist jetzt definitiv nicht das Problem. Aber ich mache mal ein bisschen, sollte mal ein bisschen heller machen. Wäre vielleicht ganz sinnvoll. So, machen wir mal so ganz. So, dass auch jeder Trottel weiß, wo ist unsere versteckte Tür. Okay, ja, denkt euch mal die Fackeln weg. Sorry, falls gerade Nacht ist, aber ich habe jetzt keinen Bock, irgendwelche Codes einzugeben. Jetzt, wie gehabt, ihr könnt hier durchlaufen und ihr müsstet halt eine Ohrschaltung noch nach hinten machen. Aber das könnt ihr ja selber überlegen, wie ihr das machen wollt. Ihr könnt es auch nur mit einem Schalter machen. Das ist prinzipiell legal. Aber ich glaube, ihr habt das Prinzip verstanden. Die zwei hinteren Pistons schieben das Zeug hier raus. Dann wird der hier ausgelöst und schiebt diese Steine nach vorne. Quasi so. Oh, wir könnten mal den Tick recht langsam machen. Dann könnten wir es vielleicht noch stärker sehen. Habt ihr es gesehen? Nochmal. Ja, ich hoffe, es hat es verdeutlicht. Okay, ja, wenn ihr Bock auf mehr solche Tutorials habt, könnt ihr da öfters mal was machen. Ich hoffe, das Ding hat euch gefallen. Wie gesagt, diese Zutaten braucht ihr. Mehr nicht.
Das ist recht simpel. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt im Survival Map oder wenn ihr eine Map im Creative Mode baut oder sonst was, konnte ich euch weiterhelfen und ja, wünsche euch viel Spaß mit diesem kleinen Trick. Falls ihr Bock auf weitere Tutorials habt, oha, ein Dorf, schreibt's doch mal in die Kommentare. Ja, also so besonders war das Tutorial jetzt auch nicht. Aber ich könnte vielleicht das nächste Mal eine unendliche Hühnerfarm zeigen, die ich auch schon mal gebaut habe. Und ja, das war's schon. Also haut rein. Tschüss.